Das kohlenstoffbasierte Weltwirtschaftsmodell ist auch ein normativ unhaltbarer Zustand, denn es gefährdet die Stabilität des Klimasystems und damit die Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Also kurz gesagt, raus aus der Kernenergie, raus aus der Kohle, raus aus dem Gas, raus aus dem Öl. Dann heißt es weiter, es gibt einen globalen politischen Konsens darüber, dass eine rasch erfolgende Erderwärmung von mehr als 2 Grad Celsius die Anpassungsfähigkeit unserer Gesellschaften überfordern würde. Wir brauchen einen neuen Weltgesellschaftsvertrag für eine klimaverträgliche und nachhaltige Weltwirtschaftsordnung. Nun, das basiert natürlich auf etwas, wofür man leider in Deutschland sehr anfällig ist, denn wir sind hier seit mindestens 2 Jahrzehnten beschossen worden mit Nachrichten aller Geschmacksrichtungen der Schrecklichkeit, vom sauren Regen, dem Waldsterben, dem Ozonloch, der Zerstörung des Planeten durch den Menschen in x-hundert Formen. Und es war schon dem Propagandaminister im Dritten Reich durchaus klar, dass die große Lüge eben wirklich groß sein muss. Das muss etwas sein, das ganz unglaublich ist und so unglaublich, dass Menschen das gar nicht anzuzweifeln wagen. Und wenn man das ganze Ding dann wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt, dann wird der menschliche Geist irgendwann weich und man schluckt diese Dinge und lässt es sich auch noch als Wissenschaft verkaufen. Und genau das hier wird gemacht. Der WBGU weist dann darauf hin, dass in vielen kleinen Bereichen gehandelt werden muss, denn je mehr Einzelakteure eben Aktionen ergreifen, desto eher werden Entscheidungsträger ermutigt, auch vermeintlich unpopuläre große Weichenstellungen anzupacken. Und wir werden in Kürze noch sehen, was für unpopuläre Weichenstellungen das sein sollen. Weiter heißt es, die Transformation kann zudem nur dann gelingen, wenn Nationalstaaten ihre kurzfristigen Interessenskalküle zugunsten globaler Kooperationsmechanismen zurückstellen. Also, was da so nett angesagt ist, wird dann später im Bericht wiederholt als Global Governance bezeichnet. Mit anderen Worten, die Souveränität von demokratisch gewählt legitimierten Regierungen von Nationalstaaten wird aufgehoben und wird zugunsten eines Governance-Modells, wo eben private Entscheidungsträger, Stiftungen, Meinungsforschungsinstitute, Thinktanks bis hin zu einem dem UN Sicherheitsrat, ebenbürtigen UN-Rat für Klima eben, bis zu deren Bürokratie, die dann eben als ein so Konglomerat, als Weltregierung dort entstehen. Dann spricht man über die wichtigen Ziele dieser globalen Transformation und als Nummer 1 wird genannt die Begrenzung der Endenergienachfrage bei gleichzeitiger Gewährleistung des Zugangs zu modernen, nachhaltigen Energiedienstleistungen für alle Menschen. Was auch immer Energiedienstleistungen dann wohl sein sollen. Und nochmal klar gesagt und auch 50 Mal in dem Bericht, die globalen Energiesysteme müssen bis Mitte des Jahrhunderts weitgehend dekarbonisiert sein. Es soll eine unumkehrbare Gesamtdynamik erzeugt werden, unumkehrbar, ein verbindlicher Weltklimavertrag, die Weltregierung, eine globale Emissionsobergrenze und Instrumente für den globalen Emissionshandel. Alles aufgebaut auf diesem Schwindel, dass der Ausstoß von CO2 für einen Klimawandel verantwortlich sein soll, was absoluter Quatsch ist. Die Einsicht in die Notwendigkeit des Umbaus der Weltwirtschaft sei primär wissenschaftlich begründet. Das ist also nun gerade nicht der Fall. Also unwissenschaftlicher geht es überhaupt nicht. Und das hat einfach nur damit zu tun, woher eben das Geld kommt. Man sagt ja so schön, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Und genauso geht es bei dieser ganzen Klimawissenschaft eben auch. Wenigstens ist man so ehrlich und gibt zu, eine genaue Beschreibung eines angestrebten Endzustandes von Wirtschaft und Gesellschaft ist nicht möglich. So viel steht im Bericht. Herr Schellnhuber hat uns aber dennoch den Gefallen getan in der Vorbereitung des Klimagipfels in Kopenhagen 2009 folgende Aussage zu treffen, die doch ein gutes Schlaglicht darauf wirft, woran man hier eigentlich denkt. Er sagte, zynisch betrachtet ist das ein Triumph für die Wissenschaft, denn wir haben endlich wenigstens etwas stabilisiert, nämlich die Schätzung, wie viele Menschen unser Planet tatsächlich tragen kann, weniger als 1 Milliarde. Welch ein Triumph! Andererseits, wollen wir diese Alternative? Ich denke, wir können viel, viel mehr erreichen. Also die Denkrichtung dieser Leute ist ganz klar. Was sie uns mit diesem Bericht hier aufdrücken wollen, der sicherlich mit gutem Geld, mit Steuergeld bezahlt worden ist, ist eine oligarchische Weltsicht von Leuten, die eben in einem Planeten leben wollen, wie das Bertrand Russell mal so sagte, wo sich eben die wenigen frei vermehren können, ohne sich Sorgen machen zu müssen über ihre begrenzten Ressourcen und so weiter.
Dem entgegenhalten wir, dass die Natur des Menschen eine kreative ist. Die ist eben nicht begrenzt, sondern der menschliche Geist funktioniert nach denselben Prinzipien wie das Universum, was auch nicht begrenzt ist. Und wer auch immer so etwas behauptet, entpuppt sich leider wirklich als Hohepriester eines Kultes. Und das haben Imperien in der 2500-jährigen Geschichte der europäischen Zivilisation immer wieder versucht. Und das, was wir heute erleben, ist eben nichts weiter als eine Neuauflage eines solchen wirklich delphischen Kultes, in dem man die Menschen verrückt macht, ihnen Angst einjagt vor der grausamen Zukunft, die ihnen bevorsteht, wenn sie so weitermachen wie bisher, und sie unter diesem Druckmittel zu Entscheidungen bringt, die eben sowas zur Folge haben wie eine Welt mit weniger als 1 Milliarde Menschen. Denn wie wir da hinkommen, das können Sie sich selbst ausdenken, wie das aussehen würde. Zynisch betrachtet ist das ein Triumph für die Wissenschaft, denn wir haben endlich wenigstens etwas stabilisiert, nämlich die Schätzung, wie viele Menschen unser Planet tatsächlich tragen kann. Weniger als 1 Milliarde. Weniger als 1 Milliarde. Weniger als 1 Milliarde. Und es war schon dem Propagandaminister im Dritten Reich durchaus klar, dass die große Lüge eben wirklich groß sein muss. Das muss etwas sein, das ganz unglaublich ist und so unglaublich, dass Menschen das gar nicht anzuzweifeln wagen. Und wenn man das ganze Ding dann wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt, dann wird der menschliche Geist irgendwann weich und man schluckt diese Dinge und lässt es sich auch noch als Wissenschaft verkaufen. Mit anderen Worten, die Souveränität von demokratisch gewählt legitimierten Regierungen von Nationalstaaten wird aufgehoben und wird zugunsten eines Governance-Modells, wo eben private Entscheidungsträger, Stiftungen, Meinungsforschungsinstitute, Thinktanks bis hin zu einem dem UN-Sicherheitsrat ebenbürtigen UN-Rat für Klima eben, bis zu deren Bürokratie, die dann eben als ein so Konglomerat, als Weltregierung dort entstehen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Staat. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Deshalb ziehe ich es vor, langsam vorzugehen und die Souveränität Stück für Stück zu zerbrechen und dabei plötzliche Übergänge von den nationalen zu Befugnissen des Bundes zu vermeiden. Und warum sollen wir nicht in die Zeit vor Hobbes zurückgehen? Das Mittelalter hatte eine viel reichere Humanität und eine Diversität der Identität, die ein Vorbild sein kann. Das Mittelalter ist schön. Heute wie damals treten in unserer Gesellschaft wieder Nomaden auf. Heute wie damals gibt es Mächte ohne Territorium. Ohne Souveränitäten werden wir keinen Totalitarismus haben. Demokratie braucht keinen Souverän. Wie schön dieses neue Mittelalter sein kann, in dem es keinen souveränen Nationalstaat mehr gibt, der das Gemeinwohl verteidigen könnte, das erleben gerade Griechen, Italiener, Spanier und Portugiesen, deren Lebenserwartung angesichts der Kürzungen im sozialen Bereich auch bald wieder bei der des Mittelalters angelangt sein dürfte. Und erinnern wir uns auch, was der luxemburgische Premier und Finanzminister Jean-Claude Juncker, bisheriger Chef der sogenannten Eurogruppe der Finanzminister, bereits 1999 in einem Spiegel-Interview verriet. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Dokumentation über die Guidestones in Georgia. Nun die Details im Einzelnen. In Albert County im US-Bundesstaat Georgia befindet sich ein gigantisches Granitmonument mit seltsam verschlüsselten Botschaften. Dieses Mahnmal ist etwa 7 Meter hoch mit einem sagenhaften Gesamtgewicht von rund 120.000 Kilogramm. Die erstaunlichsten Details dieses Monuments sind aber nicht seine Ausmaße, sondern die in Granit gemeißelten Botschaften. 10 Regeln für ein Zeitalter der Vernunft. Diese Richtlinien sprechen von einer neuen Weltordnung, einschließlich massiver Reduzierung der Weltbevölkerung, einer einzigen Weltregierung, die Begründung einer neuen Form von Spiritualität und einigem mehr. Die Verfasser dieser Regeln verbergen sich in strikter Anonymität, sodass die Öffentlichkeit bis zum heutigen Tag keine Ahnung hat, wer die Macher dieser Steine sind.
Doch hat diese mysteriöse Gruppe in einem bislang kaum diskutiert wordenen Text die Gründe erläutert, die hinter ihren neuen Regeln stecken. Neueste Erkenntnisse bringen Licht in den hinter diesen Guidestones stehenden Zweck, sodass heute kaum noch Raum für Hypothesen verbleibt. Die Guidestones beschreiben die zukünftige Welt, wie sie von okkulten Geheimgesellschaften geplant ist. Somit liefert das Monument den Beweis für die bestehenden Beziehungen zwischen solchen äußerst umstrittenen Geheimgesellschaften, der selbsternannten Weltelite und deren Drängen hin zu einer neuen Weltordnung. Während die Urheber dieses 120-Tonnen-Mahnmals noch immer unbekannt sind, eigentlich undenkbar bei den allerorts scharfen Bauvorschriften und es vorziehen, im Dunkel der Anonymität zu verbleiben, sind all jenen die Hintergründe dafür umso besser bekannt, die sich zu den Eingeweihten zählen können. Diese Sendung widmet sich besonders jenen 5 Geboten, die den Angelhaken und tödlichen Schwerpunkt dieser Steinkolosse repräsentieren. Bei den Guidestones im US-Bundesstaat Georgia handelt es sich um ein mysteriöses Monument, in dessen Granit 10 neue Gebote eingemeißelt sind. Das erste Gebot verlangt, die Weltbevölkerung ist unter 500 Millionen Menschen zu halten. Diese Forderung verbindet sich mit der Ausrufung einer allmächtigen neuen Weltordnung, was allem voran den Schluss nahelegt, dass es sich bei den Guidestones um das Werk einer okkulten Geheimgesellschaft handelt. 5 der 10 Gebote lauten wie folgt. Man halte die Weltbevölkerung unter 500 Millionen im immerwährenden Gleichgewicht mit der Natur. Man lenke die Fortpflanzung weise in vernünftige Bahnen zur Verbesserung des Gesamtempfindens und der Artenvielfalt. Man schaffe für die Menschheit eine einzige neue lebendige Sprache. Man bringe alle Nationen dazu, ihre inneren Angelegenheiten selbst zu regeln, externe Dispute jedoch vor einem Weltgericht auszutragen. Man sei nicht Krebsgeschwür der Erde, Gebraum für die Natur. Hier wird offenkundig, dass die Gründer dieser Tafeln die Richtlinien für eine drastische Verminderung der Weltbevölkerung, die Einführung einer neuen Weltsprache, die Einrichtung eines Weltgerichtshofs und schließlich vage auch die Eugenik fordern. Mit anderen Worten, es handelt sich um den Bauplan für die Errichtung einer neuen Weltordnung. Entvölkerung, Geburtenkontrolle und Eugenik. Das erste Gebot ist besonders schockierend, denn es liegt im Vornherein fest, dass es von 14 auf der Erde lebenden Menschen 13 gar nicht geben sollte. Praktisch bedeutet diese Forderung, dass die gesamte Weltbevölkerung verschwinden müsste, bis auf einen geringen Rest, der in etwa der Bevölkerung Nordamerikas oder der Hälfte der Bevölkerung Afrikas entspricht. Da unsere Weltbevölkerung derzeit aus rund 7 Milliarden Menschen besteht, betrachten diese geheimen Baumeister 92,5% der gegenwärtigen Menschheit als völlig überflüssig. Über 92% von uns haben also in deren Augen schon heute kein Existenzrecht mehr. Denkt man dabei an den Film 2012, überlebten dort nur sehr wenige, interessanterweise einzig die reichsten Menschen der Erde. Haben wir es hier allenfalls mit einer Programmierung auf zukünftige Ereignisse zu tun? Das letzte Gebot der Guidestones, sei kein Krebsgeschwür der Erde, gib Raum, das meint mach Platz für die Natur, ist regelrecht traumatisierend. Denn hier wird das menschliche Leben mit einem schädlichen Krebsgeschwür verglichen, das die Erde befallen hat. Unter dem Einfluss solch einer Geisteshaltung dürfte es keine Kunst mehr sein, die Auslöschung fast der gesamten Weltbevölkerung aus Vernunftsgründen salonfähig zu machen. Und man stelle sich das einmal vor. Solch ein ungeheuerliches Manifest wird dort in Georgia in nicht weniger als 8 Sprachen publiziert. Das Monument, aus blauem Granit gehauen, sind die Guidestones dazu bestimmt, auf mehreren Ebenen Wissen zu vermitteln. Philosophie, Politik, Astronomie und so weiter. Das Monument besteht aus 4 großen Steinblöcken, in die 10 Lebensregeln in 8 Sprachen eingemeißelt sind. In Englisch, Hebräisch, Arabisch, Russisch, Spanisch, Swahili, Hindi und Chinesisch. Eine kürzere Botschaft findet sich an der Spitze der Konstruktion, und zwar in 4 antiken Sprachen. Babylonisch, Altgriechisch, Sanskrit und ägyptische Hieroglyphen. Was man an dieser Stelle unbedingt wissen muss, genau diese 4 antiken Sprachen haben in den Lehren okkulter Mysterienschulen oberste Bedeutung. Bekannt ist in diesem Zusammenhang der nahe Bezug der Freimaurer und Rosenkreuzer zu eben erwähnten Sprachen.
Massive Entvölkerung ist also das in 8 Sprachen erklärte und zugleich oberste Ziel der selbsternannten Weltelite. Und tatsächlich treten viele vermeintlich wichtige Persönlichkeiten öffentlich für diesen Wahnsinn ein. Hierzu ein paar praktische Beispiele. Im Jahre 1988 artikulierte der britische Prinz Philip seinen Wunsch im Hinblick auf eine mögliche Reinkarnation. Er wünschte sich, als tödlicher Virus wiederzukehren, um zur weltweiten Bevölkerungsreduzierung aktiv beizutragen. Erst kürzlich erklärte Bill Gates, wenn wir mit unseren neuen Impfprogrammen Gesundheitsvorsorge, Empfängnisverhütung und weiteren ähnlich staatlich geförderten Dienstleistungen richtig gut sind, können wir vielleicht eine Bevölkerungsreduzierung zwischen 10% und 15% erreichen. Neben enormen Beträgen steuerlich absetzbarer Spenden zur Förderung des Entvölkerungsplanes kam es auch zu heimlichen Zusammenkünften von Vertretern der Weltelite, um über diese Angelegenheiten zu diskutieren. Einige der reichsten Männer der Welt, alles führende amerikanische Milliardäre, haben sich insgeheim getroffen, um Strategien zu entwickeln, wie ihr Reichtum dem Zwecke der Reduzierung der Weltbevölkerung am effektivsten dienen könnte. Die Philanthropen, also die Menschenfreunde, die an einem Gipfeltreffen auf Einladung von Bill Gates, dem Begründer von Microsoft, teilgenommen haben, diskutierten die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses und gemeinsamen Vorgehens zur Überwindung politischer und religiöser Hindernisse, die diesem Plan entgegenstehen. Bei dieser von einem Insider als Club der Guten bezeichneten Zusammenkunft waren auch David Rockefeller Jr., Patriarch der reichsten Dynastie Amerikas, die Finanziers Warren Buffett und George Soros, der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und schließlich die Mediamogulen Ted Turner und Oprah Winfrey anwesend. An der Basis des Monuments findet sich eine Tafel mit Erklärungen für einige Details der Konstruktion. Dort findet sich auch die Erwähnung der mystischen Zeitkapsel, die unter besagter Platte vergraben sein soll. Astronomische Daten haben für das Design der Guidestones eine unübersehbare Bedeutung. In einer verhältnismäßig jungen Nation wie den Vereinigten Staaten von Amerika sind Monumente mit Bezug auf Himmelskörper in den meisten Fällen das Werk von Geheimgesellschaften, wie beispielsweise der Freimaurer. Von ihnen sind 2 Dinge bekannt. Erstens entstammen deren Lehren von den Mysterienschulen des antiken Ägyptens, Griechenlands oder der keltischen Druiden. Zweitens sind sie dafür bekannt, einen Teil ihres geheiligten Wissens in Monumenten zu verewigen. Der Zentralstein weist 2 Besonderheiten auf. Erstens, der Nordstern ist durch eine spezielle von Süden nach Norden geführte Bohrung stets sichtbar. Zweitens entspricht ein weiterer Spalt den Positionen der aufgehenden Sonne zum Zeitpunkt der Sommer- und Wintersonnenwenden. Die 2. Guidestone-Regel fordert in der Hauptsache das Tätigwerden des Gesetzgebers zur Schaffung der rechtlichen Voraussetzung für die Einmischung staatlicher Stellen in die Familien. Zwischen den Zeilen erkennt man, dass es hier um die Verabschiedung von Gesetzen geht, mit denen die Anzahl der Kinder pro Familie geregelt werden soll. Was die Forderung nach Verbesserung der Artenvielfalt und des Gesamtbefindens betrifft, so ist dieses Ziel durch selektive Zucht oder die Destabilisierung von unerwünschten Mitgliedern der Gesellschaft zu erreichen. Dieses Verfahren wurde ursprünglich als Eugenik bezeichnet, bis die Verwendung dieses Begriffs wegen Nazi-Gerüchten als politisch unkorrekt verworfen wurde. David Rockefeller. Manche glauben sogar, dass wir einer Geheimgesellschaft angehören, deren Aktivitäten gegen die Interessen der Vereinigten Staaten gerichtet sind, bezeichnen meine Familie und mich als Internationalisten und bezichtigen uns der Verschwörung mit anderen überall auf der Welt mit dem Ziel, eine mehr integrierte, globale, politische und wirtschaftliche Struktur zu schaffen. Die geeinte Welt, wenn man so will. Wenn das die Anklage ist, bekenne ich mich schuldig und ich bin stolz darauf. David Rockefeller. Mit den meisten anderen Regeln wird überwiegend und beharrlich die Schaffung einer Weltregierung gefordert, mit einigen wenigen aufgeklärten Herrschern, die alle Aspekte des menschlichen Lebens regeln würden, einschließlich des Glaubens, sozialer Verpflichtungen, Wirtschaft und so weiter. Diese Vorstellung ist absolut nicht neu, denn sie wurde von den Mysterienschulen über Jahrhunderte vertreten. Manly P. Hall schrieb 1917: Wenn der Mob regiert, wird die Gesellschaft von Ignoranz beherrscht. Wenn die Kirche regiert, wird der Mensch vom Aberglauben beherrscht. Und wenn der Staat regiert, wird der Mensch von Furcht beherrscht. Bevor die Menschheit harmonisch und verständig miteinander leben kann,
muss die Ignoranz zur Weisheit gewandelt werden, der Aberglaube zu erleuchtetem Glauben und die Furcht muss sich zur Liebe gewandelt haben. In The Secret Destiny of America erläutert Hall den alten Traum von einer Weltregierung, wie er von den Geheimgesellschaften geträumt wird. Weltdemokratie war der heimliche Traum der größten klassischen Philosophen. Zur Erreichung dieses größten aller menschlichen Ziele entwickelten sie Erziehungsprogramme, Religion und Regeln für das Sozialverhalten, um schlussendlich zu einer wahrhaft universalen Bruderschaft zu gelangen. Um sich dieser Aufgabe effektiver widmen zu können, schlossen sich diese antiken Gelehrten zu einer allumfassenden, geheimen Bruderschaft zusammen. In Ägypten, Griechenland, Indien und China wurde der Begriff des Staatsgeheimnisses geboren. Es kam zur Gründung von Orden durch eingeweihte Priesterphilosophen als souveräne Körperschaften zur Unterweisung, Beratung und Anleitung der Regierenden. Direkte Hinweise durch die anonymen Urheber. Seit der Errichtung des Monuments am 22. März 1980 haben zahlreiche Autoren und Forscher versucht, das hinter diesen 10 Richtlinien stehende rationale Gedankengut zu interpretieren. Handelt es sich tatsächlich um den Plan für eine neue Weltordnung? Handelt es sich um Regeln, die lediglich im Falle einer schweren Katastrophe zur Anwendung gelangen sollen? Die beste Möglichkeit, sich die Antwort auf alle Fragen geben zu lassen, wäre die Befragung der Auftraggeber des Monuments. Da dieses aber vorgezogen haben, anonym zu bleiben, scheidet diese Möglichkeit aus. Dennoch haben sie eine überaus wichtige Erklärung hinterlassen, die bisher von fast allen übersehen wurde, die sich mit der Lösung des Rätsels der Guidestones beschäftigen. Dieser erstaunliche Text, der ihre Motivation sehr ausführlich beschreibt, findet sich ausschließlich im The Georgia Guidestones Guidebook, eine Abhandlung, die von der Steinmetzfirma herausgegeben wurde, die das Monument geschaffen hat. Gleich von Anfang an wird über jeden vernünftigen Zweifel erhaben deutlich, dass die Urheber in der Tat auf die Schaffung einer neuen Weltordnung hinarbeiten. Es handelt sich bei dieser Feststellung weder um eine Verschwörungstheorie noch um eine Hypothese. Diese Forderung ist klar formuliert und in den vorerwähnten Katalog schriftlich fixiert worden. Hier folgt also jetzt aus der Feder der geheimen anonymen Autoren die Erklärung der 10 Regeln. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Menschheit jetzt den nötigen Wissensstand erreicht hat, um eine effektive Weltregierung zu errichten. In gewisser Weise muss dieses Wissen breit gefächert in das Bewusstsein der gesamten Menschheit eingepflanzt werden. Bereits sehr bald müssen die Herzen unserer Menschheitsfamilie angerührt werden, damit wir eine globale Herrschaft der Vernunft willkommen heißen. Der erste Schritt wird es sein, eine zweifelnde Welt davon zu überzeugen, dass eine solche Gesellschaft jetzt möglich geworden ist. Wir, die Sponsoren der Georgia Guidestones, sind eine kleine Gruppe von Amerikanern, denen daran gelegen ist, das Augenmerk auf die gegenwärtigen zentralen Probleme der Menschheit zu richten. Wir haben uns dafür entschieden, anonym zu bleiben und Diskussionen und Vorurteile zu vermeiden, die geeignet sein könnten, unsere Botschaft zu verwässern. Im Jahre 1980, als diese Steine errichtet wurden, war das dringendste Weltproblem die Erfordernis zur Kontrolle der Weltbevölkerung. In den vergangenen Jahrhunderten haben die Technologie und ein Übermaß an Energieträgern das Anwachsen der Menschheit weit über das hinaus, was über lange Zeiträume hinweg ernährt werden kann, möglich gemacht. Heute können wir die bevorstehende Erschöpfung dieser Energiequellen und einer Vielzahl lebenswichtiger Rohstoffe auf globaler Ebene erkennen und abschätzen. Dass es sich hierbei um eine fatale Irrlehre handelt, bewiesen zahllose Kleingärtner in Russland. Wir könnten allein mit Kleingärten die ganze Welt ernähren. Mit insgesamt schätzungsweise 35 Millionen Hinterhofgärten im Familienbesitz, sogenannten Dachas, demonstriert Russland, wie damit ein ganzes Land problemlos ernährt werden kann. 71% der Bevölkerung produzierte auf diese Weise 1999 ungefähr die Hälfte der im Land konsumierten Milch. 60% des Fleisches, 77% des Gemüses, 87% der Früchte und 92% der Kartoffeln. Alles ökologisch und nachhaltig. Gesamthaft gesehen bauen russische Familien praktisch alle Lebensmittel, die sie brauchen, selbst an. Der russische Staat fördert diese bäuerliche Familienkultur durch ein gesetzliches Recht auf ein kostenloses, steuerfreies, privates Gartengrundstück für jeden russischen Bürger mit einer Größe von ca. 1 bis 3 Hektar.
Wenn man bedenkt, dass allein die Rasenfläche in den USA doppelt so groß ist wie die der Gärten in Russland, wird deutlich, dass es sich bei der Welternährungsfrage um eine bewusste Lügenpropaganda handelt. Es braucht schon gar kein zum Beispiel genverändertes Saatgut, auch keine industrielle Landwirtschaft, damit jeder genug zu essen hat. Hinter all diesen Propagandisten steckt nur berechnende Großverdiener. Dies leuchtet umso mehr ein, wenn man bedenkt, dass die Vegetationsperiode in Russland nur halb so lange anhält wie in den USA. Wäre nicht vielmehr das für alle Länder nachahmenswert? Hier weitere Erklärungen der geheimen, anonymen Autoren. Die Kontrolle über unsere Fortpflanzung ist ein dringendes Erfordernis. Es wird tiefgreifende Veränderungen unserer Einstellung und Gewohnheiten erfordern. Leider kann die den Gewohnheiten innewohnende Kraft extrem sein. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn jene, für die ihre Gewohnheiten eine dominante Kraft sind, über das Erfordernis von Veränderungen nicht informiert sind. Im Hinblick auf einen immerwährenden Ausgleich mit der Natur sind heute praktisch weltweit alle Nationen überbevölkert. Wir sind wie eine Flotte überladener Rettungsboote, die sich mit einem heranziehenden Sturm konfrontiert sieht. Überall auf der Welt werden die vorhandenen Ressourcen rücksichtslos ausgebeutet, sodass es auf Dauer nicht möglich sein wird, der Weltbevölkerung den gegenwärtigen Wohlstand zu garantieren. Ackerland wird vernichtet, und die gefährliche Abhängigkeit von ausländischem Erdöl, Metallen und weiteren nicht reproduzierbaren Ressourcen nimmt beängstigend zu. Nationen wie Japan, Holland und Haiti sind noch entschieden stärker überbevölkert, sodass sie sich in einer noch größeren Gefahr befinden. Unter diesen Umständen darf die Fortpflanzung nicht mehr ausschließlich eine persönliche Angelegenheit sein. Die Gesellschaft muss ein Mitspracherecht und die Macht zum Erlass von Regulativen in dieser vitalen Frage haben. Die entsprechenden Wünsche von Ehepaaren sind zwar wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium. Das Interesse der bestehenden Gesellschaft und das Wohlergehen zukünftiger Generationen muss in zunehmendem Maße bedacht werden, während wir Mechanismen entwickeln, mit denen die Zahl unserer Nachkommen in vernünftige Bahnen gelenkt werden kann. Mit legalem und sozialem Druck muss dafür gesorgt werden, dass eine unverantwortlich hohe Zahl von Kindern pro Platz Familie in der Zukunft unterbleibt. Ehepaare, die nicht über ein ausreichendes Einkommen verfügen, um eine Familie zu ernähren, sollten sich keine Kinder anschaffen, die zu einer Belastung für die Nachbarn werden. Unnötige Kinder in ein bereits überbelegtes Rettungsboot zu bringen, ist übel. Es ist gegenüber diesen Kindern ungerecht. Es ist für die anderen Insassen des Bootes und aller Lebewesen schädlich. Die Gesellschaft sollte zu einer solchen Verhaltensweise keinesfalls ermutigen. Heute verfügen wir über das Wissen und die Techniken einer Geburtenkontrolle. Die politischen Führer in allen Ländern der Welt tragen eine große Verantwortung für die allgemeine Verbreitung und Bereithaltung dieses Wissens und der Techniken. Dieses Ziel könnte mit einem Bruchteil des Etats erreicht werden, den die Welt heute für militärische Zwecke aufwendet. Eine blühende und vielfältige Weltbevölkerung in immerwährenden Einklang mit den globalen Ressourcen werden der Eckstein einer rationalen Weltordnung sein. Menschen guten Willens in allen Nationen müssen auf die Erreichung dieses Gleichgewichts hinarbeiten. Mit der Fertigstellung der Mitteilung der Georgia Guidestones hat sich unsere kleine Gruppe von Sponsoren aufgelöst. Wir geben das Monument in die Obhut der Bewohner von Elbert County, Georgia. Nun, sollte sich solch eine triebhaft idealistische Gruppe tatsächlich plötzlich aufgelöst haben? Wer sind die Urheber? Bei den Georgia Guidestones scheint es sich um ein freimaurerisches Rosenkreuzer-Manifest zu handeln, mit dem drastische Veränderungen für die Welt gefordert oder angekündigt werden. Dem Monument kommt eine große Bedeutung zu, wenn man die Kräfte verstehen will, von denen unsere Welt von heute und morgen insgeheim geformt wird. Hier manifestiert sich, in Stein gemeißelt, die entscheidende Beziehung zwischen Geheimgesellschaft der Weltelite und deren gemeinsamen Plänen für eine neue Weltordnung. Das Drängen hin auf eine neue Weltordnung, die Forderung der Bevölkerungskontrolle und Umweltfragen sind Themen, die heute aufgrund aktueller Ereignisse und Entwicklungen praktisch täglich diskutiert werden. Als die Georgia Guidestones 1980 errichtet wurden, gehörten diese Themen noch nicht zum Tagesgespräch. Man kann also feststellen, dass in dieser Hinsicht seitdem bereits große Fortschritte erzielt worden sind. Viele der Regeln der Guidestones sind für die Bewahrung der Funktionsfähigkeit der Erde auf lange Sicht betrachtet durchaus sinnvoll.
aber zwischen den idealistischen Worten der Auftraggeber der Guidestones und der realen Art und Weise, wie diese Regeln auf die Massen angewendet würden, von machthungrigen und gierigen Politikern, liegen jedoch Welten. Liest man zwischen den Zeilen, ist für die praktische Umsetzung der Verlust der meisten persönlichen Freiheitsrechte und die Unterwerfung unter eine diktatorische Regierungskontrolle in weiten Bereichen des Lebens gefordert. Um auf die geforderte Eliminierung von 92,5% der Weltbevölkerung gar nicht näher einzugehen. Wobei aber wohl als sicher gelten darf, dass diese selbsternannte Elite in dem zu beseitigenden Prozentsatz ganz sicher nicht enthalten sein wird. Dass bislang solch eine Forderung auf einem 120.000 Kilogramm Monument an allen Baubehörden und Regierungen vorbei anonym bleiben konnte, beweist, dass höchste Regierungskreise hier mit im Bunde stehen müssen. Auch stellt sich die Frage, ob das Konzept von einer Demokratie durch und für das Volk eine bloße Illusion ist. Eine vorübergehende Lösung bis zur Errichtung der Eine-Weltregierung. Warum tritt man in dieser Angelegenheit nicht auf demokratische Weise an die Völker der Welt heran? Es ist anzunehmen, dass es für die Elite leichter ist, sich der Zustimmung der Völker durch langfristige, entsprechende Manipulationen mittels der kontrollierten Massenmedien zu versichern. Wobei in diesem Fall wieder einmal mehr die Ausnahme die Regel bestätigt. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn die Völker jetzt nicht aufstehen, dann wird diese massive Reduktion der Weltbevölkerung realisiert werden. Bleiben Sie nicht passiv und verbreiten Sie diesen Film weiter. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.